Hallo Freunde. Willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 31. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, unsere Familien sind so angegriffen, aber du möchtest durch dein Wort zu uns sprechen und uns Hoffnung schenken. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 27. Jakob hat gerade seinen Vater Isaak betrogen und Esau ist ihm Todesfeind deswegen. In Vers 42 lesen wir, da wurden der Rebekka die Worte Esaus, ihres älteren Bruders hinterbracht und sie schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rufen und sprach zu ihm, siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich töten. Und nun gehorche meiner Stimme, mein Sohn, mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. So will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich an einem Tag euch beide verlieren? Rebekka dachte wirklich, dass das bald wieder vorbei sei. Sie ahnte nicht, dass diese Sünde, dieses Problem lebenslange Konsequenzen haben würde. Sie würde Jakob nie wiedersehen. Und Rebekka sprach zu Isaac, mir ist das Leben verleidet wegen der Töchter Hetz. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hetz, wie diese da, von den Töchtern des Landes, was soll mir dann das Leben? Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm keine Frau von den Töchtern Kanans. Mache dich auf und zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter. Und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Das erinnert uns an die Geschichte in 1. Mose 24, als Abram seinen Knecht genau dorthin sandte, mit derselben Idee: keine Frau von den Kananitern. Zu nehmen. Und Gott, der Allmächtige, segne dich, und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaac den Jakob, und er zog nach Padan Aram, zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder der Rebekka. Der Mutter Jakobs und Esaus. Als nun Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Paddan Aram entlassen hatte, damit er sich von dort eine Frau hole, und dass er, als er ihn segnete, ihm gebot und sprach: Du sollst keine Frau von den Töchtern Kanans nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam war und nach Paddan Aram zog, als Esau auch sah, dass Isaak sein Vater die Töchter Kanans nicht gerne sah, da ging Esau hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalat, als Frau hinzu, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots. Jakob aber zog von Be'er Sheba aus und wanderte nach Haran. Da kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter seinen Haupt und legte sich an den Ort schlafen. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du aufgrund deiner Sünde von Gott getrennt bist, dass du zu weit gegangen bist, dass du zu schwer gesündigt hast, dass du jetzt von allem abgeschnitten bist, was dir vorher lieb und teuer gewesen ist. Dem Jakob ging das so. Und vielleicht geht es dir heute gerade so oder schon seit längerer Zeit. Aber schau, was Gott hier tut. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Ein Weg von der Erde in den Himmel. Die Engel Gottes steigen herab direkt zu ihm, der dort ganz allein, verlassen scheinbar, auf der Erde liegt. Da gibt es eine Leiter vom Thron Gottes direkt zu uns, da wo wir liegen, mitten in unserer Sünde. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Vielleicht haben wir Gott enttäuscht, vielleicht haben wir gesündigt, vielleicht denken wir, wir sind zu weit gegangen, aber Gott kennt uns noch immer und er will uns noch immer bei sich haben. Er will noch immer seine Verheißungen in unserem Leben erfüllen. Und hier sagt er Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Kennst du Verheißungen, die Gott dir gezeigt hat? Er wird dich nicht verlassen. Er will dich nicht verlassen, bis er alles erfüllt hat, was er dir versprochen hat, was er verheißen hat. Er bleibt bei dir. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Wie oft ist Gott uns nahe, und wir merken es nicht einmal. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Egal wo du gerade bist, lieber Freund, liebe Freundin, egal was du gerade getan hast, dort wo du bist, kann Gott, will Gott dir begegnen. Dort wo du bist, ist das Haus Gottes, wenn er zu dir sprechen darf. Lasst uns beten, lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich uns offenbarst mitten hinein in unsere Sünde, unsere Verzweiflung, in unser abgeschnitten sein, so wie wir es fühlen. Danke, dass du uns zeigst, dass du uns nicht verlässt, dass du bei uns bist und dass du einen großen Plan mit uns hast und dass du alle deine Verheißung in unserem Leben persönlich erfüllen möchtest. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen.